Hallo Freunde der Pixel und Polygone und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dead Space. Ich hoffe, bei euch ist alles klar, bei mir auf jeden Fall. Ich wurde gefragt, ob ich Dead Space 2 spielen werde. Natürlich, aber ich werde erstmal Dead Space 1 beenden. Denn Dead Space 2 werde ich mir diesen Mittag kaufen. Und diese Folge wurde am 25. aufgenommen, obwohl das Erscheinungsdatum für Dead Space 2 eigentlich der 28. ist. Ist schon komisch, eigentlich. Ich hab... Oh, hey. Nein, das ist nicht nett. Und ich bin gerade erst aufgestanden. Vielleicht hört man das an meiner wundervollen Stimme. Die sich noch sehr geknötscht anhört, zusammengekackt, keine Ahnung, einfach wie sie sich nach dem Aufstehen halt anhört. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Aber das ist nun mal so. Und ich habe Angst, dass dieses Teil gleich von irgendwo von oben runtergesprungen kommt und mich mitnimmt. Moment mal. So. Wo müssen wir lang? Da müssen wir lang, alles klar. Aber wir waren, glaube ich, noch nicht... Ach so, okay, da geht's nicht lang. Da ist alles zugeschissen. Mach die Tür auf. Nein, hier dürfen die Viecher nicht kommen. Das ist fies. Okay, auf so weiter Entfernung geht das noch. Noch einer? Ja. Babams! Die Mandeln hat... Och nein. Ach, da ist noch eins! Ich hoffe, das war's für dich. Oh, da ist noch eins. Badups. Badups. Gut, das war's für dich. Du bist mein rollender Kopf, okay. Munition, alles klar. Nee. Nicht ganz das, was ich suche hier, aber egal. Na gut, eigentlich schon, weil ich muss ja hier lang. Aber dieser Boden ist echt eklig. So, was haben wir hier? Haben wir einen Knoten dabei? Ich glaube schon, oder? Wenn ich mich nicht ganz täusche. Ja, einen haben wir. Strahlenkanone. Jetzt hier ist noch genau ein Knoten, dann haben wir die komplett. Das ist gut. So. Den Fahrstuhl müssen wir benutzen. Wie ich Fahrstuhlfahren nicht liebe. So, wir müssen da lang. Aber ich würde gerne vorher noch zum Shop. Credits, wie viel haben wir davon? 12.000, das ist schon wieder nicht wenig. Haben wir irgendwas zum Verkaufen? Wieder Übermengen an Ripper-Munition? Nein. Aber wir haben 12.000, das heißt, wir kaufen uns mal etwas... Strahlmunition. Und das, den letzten Energieknoten, den wir brauchen für die Waffe. Sehr gut. Schade, ich habe gedacht, das Kapitel ist jetzt schon zu Ende. Ich versuche nämlich, so schnell wie möglich jetzt durch Dead Space durchzukommen. Jetzt verliere deinen Arm, Mann. Heftig. Danke. Entschuldigung, ich musste mich gerade räuspern. 3000 Credits, das ist schon wieder recht viel. Sonst ist hier nichts. Okay, weiter geht's. Ob ich das Kapitel noch in dieser Episode schaffe, weiß ich nicht. Wäre aber wünschenswert. Oh, 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 oh. Was haben wir da? Anzug Level 5, den gibt's. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe gedacht, wir haben schon den besten Anzug. Aber dann heißt es jetzt ja wieder Geld sparen. Okay, der kostet bestimmt 40.000, 50.000. Das interessiert keinen. Munition. Die Schränke gehen nicht auf. Eintritt Schwerelosigkeit. Das liegt da. Überhüpfen. Wieder raus, oder wie? Oh mein Gott. So viele. Ende der Schwerelosigkeit. Mach zu. Danke.
Die kommen hier nicht rein, oder? Ich höre was anderes klopfen. Oh, hey. Da, verliere. Danke. So. Schlupperklingen, ja, die könnte ich eigentlich auch mal benutzen. So. Nachladen wäre dann auch ganz praktisch. Wir müssen wieder zurück, okay. Müssen wir da lang? Achso, dafür haben wir jetzt die Zugangsdaten quasi. Das ist ein weiterer Fahrstuhl. Juhu, Fahrstühle sind so selten in diesem Spiel. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich mit dem Fahrstuhl fahren darf. Ich weiß nicht, ich habe gerade einen Ohrwurm von Batman. Batman. Wieso funktioniert die Stimme nicht? Weil es hier ein Gegner ist. Aua. Du bist tot. Wir haben auf dem Planeten unter uns einen Mark gefunden. Und dass wir seine Erben sind? Wir werden auferstehen. Alles, woran wir glauben, wird wahr. Unitology ist die Wahrheit. Und ihr Tod ist der Wahrheit. Bruce Dunnell. Ich hab's mit Bruce Dunnell zu tun. Ich hätte nie gedacht, dass der mal in einem Survival-Horror-Game vorkommt, aber scheinbar hat er es geschafft. Sein großer Durchbruch. Nahrung, das ist es, wonach wir all die Jahre gesucht haben. Das ist es, worauf wir gewartet haben. Sieht so aus, als könnte ich irgendwas mit dem machen, oder? Ja. Ich kann sie verschieben. Das heißt, ich muss das da wegschieben. Kann ich jetzt schon dahinter? Nee, noch nicht ganz. Machen wir das so. Zack. Und dann sind wir hier. Hier gibt es. Das ist gut. Für den Anzug auf jeden Fall wünschenswert. So, dann machen wir den mal wieder dahin. Den dahin. Moment mal eben. So, ich musste mich nochmal rausmachen. So, dann den noch dahin. Und schon haben wir was gefunden. Zack, was haben wir da? Munition. Nachladen. So, was gibt es hier weiteres? Ach, hier müssen wir sogar lang. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Ich habe gedacht, ich habe jetzt ein tolles Geheimnis gefunden. Ah, was? Diesmal gibt es keine Fluchtmöglichkeiten mehr, mein Freund. Bis jetzt waren sie ja ganz einfallsreich, aber meine Kreation ist frei. Wiedergeboren in die tosende Hitze des Lebens. Oh, 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 oh. Schnell weg hier. Das war das unbesiegbare Viech, das wir nicht besiegen konnten. Deswegen war es ja auch unbesiegbar, aber naja. Muss ich jetzt lang? Muss ich den da wegmachen? Ich hab's vergessen, oh mein Gott. So, mach zu. Oh mein Gott, meine Stimme. Jetzt kann er erstmal nicht hierher kommen. Ja, du bist da eingeschlossen. Spack mal nicht so ab. Wieso komme ich jetzt hier nicht mehr raus? Muss ich den noch weiter verschieben? Der kann nicht weiter. Wieso komme ich hier nicht mehr raus, Mann? Achso, ich weiß nicht. So, ich muss mich nochmal räuspern. So, geschafft. Was? Ey, Mann. Ey, Mann. Oh, keine Munition. Ach, du kannst durch Türen laufen. Aua. So viele Gegner. Bäh! Mein Freund. Boah, ey, heftig. Ich muss lang, da lang. Alles klar, rennen. Ach, da kann ich nicht lang. Weil es verschlossen ist. Das ist ja wunderbar. Was soll ich denn jetzt tun? Was soll ich tun? Ja, natürlich. Ich hab den Medifekt genommen. Mann, verlier doch deine Arme. Heftig. Wo ist das Viech? Das kommt hier gleich, das ist. Ja,
Mach mir die weg! Bein ab! Ah, Mann! Habe ich nicht noch ein großes Medipack oder so? Ja. Natürlich! Wo kommst du denn jetzt noch her? Ja, noch einer! Natürlich! Wundervoll, wundervoll. Aua! Komm! Mach dich vom Dannen! Oh! Natürlich. Ach so, das bist du. Hi, ne? Okay. Ich hab das Wort überbrückt. Verschwinde da! Mach ich. Schnell. Noch ein Medipack nachschlucken. Und hier raus, hier raus, hier raus, hier raus. Ausgezeichnete Arbeit, Mr. Clark. Wirklich ausgezeichnet. Und jetzt kommen Sie zu mir in den VIP-Bereich. Die Tür ist offen. Beeilen Sie sich. Als Wechsel sollte Dr. Kall mit Vorsicht genießen. Ein Großteil der Sachen, die ich bisher herausgefunden habe, stammt aus seinen Aufzeichnungen. Der Mann ist total irre. Aber trotz seiner Labilität könnte er gewalttätig werden. Alles klar. Was ist da vorne? Waren wir hier schon mal? Hier sind lauter verschlossene Schränke, die uns nicht zu interessieren haben. Noch nicht. Wenn sie offen sind, dann haben sie uns zu interessieren. Da liegen noch Munition. Wo soll ich denn hin? Ich flüchte einfach mal. Tschüss. Weil mit diesen fliegenden Viechern möchte ich nicht unbedingt kämpfen. Werkbank. Kann ich mal benutzen. Ich hoffe mal, dass die hier nicht hochkommen. Strahlenkanone. Maximiert. Wundervoll. Natürlich! Mann, ja, klar, klar, klar. Ja. Keine Munition, Ripper, alles klar. Ja. Ach, von hinten noch einer. Ja, womit soll ich das denn? Es sind viel zu viele hier. Ja, und noch einer, Mann. Ja. Mann, fick dich doch. Muss nachladen. Ja, natürlich. Ja, geh weg. Ja, jetzt habe ich beide Minifacts gebraucht. Geniestreich. Boah, heftig. Das Licht erlebt noch. Mann! Stirb! Danke. So, jetzt will ich aber auch hier 1 Million Sachen haben. Nee, da wollte ich eigentlich nicht hin. Toll, jetzt habe ich kein Medipack mehr. Ist das richtig? Richtig. Nee, den will ich nicht entfernen. Ich will das Medipack haben. Quatsch, die Munition haben. Das musste natürlich nochmal sein. Ach, ich soll hier auch gar nicht hin. Gute Sache. Warum dann so viele Gegner? Ach, ich soll dahin. Alles klar. Ach, in den VIP-Bereich. Alles gut. Hier kann ja nicht viel passieren, das ist ja ein VIP-Bereich. Die Kirche
Sie glauben, der Marker war göttlich, aber Sie wissen nicht, was hier passiert ist, was entfesselt wurde. Sehen Sie genau hin. Oh mein Gott. Das ist es, was wir am Kern des Planeten gefunden haben. Mercer nennt es das kollektive Bewusstsein. Es ist die Quelle, die die Mikromaus telepathisch kontrolliert. Wir erwarten so dumm. Aber Emilia, sie wusste es. Sie wusste, dass es aufgehalten werden kann, wenn nie der Marker auf den Planeten zurückgebracht wird. Der Marker dämmt es innerhalb des Planeten ein. Bringen Sie den Marker zurück und versiegeln Sie das kollektive Bewusstsein. Tut mir so unendlich leid, Emilia. Ich trage einen Großteil der Verantwortung für diese Tragödie. Jetzt muss ich die Verantwortung übernehmen, es zu Ende zu bringen und für meine Sünden büßen. Aber Sie können ihr helfen, wenn Sie das Shuttle reparieren und den Marker zurück an Bord bringen, können wir es beenden. Für alle. Fertig mit deinem Monolog? Wir können ja leider nicht reden. Alles klar, er ist fertig. Ich hab fertig gemacht. So, da. Fahrstuhl fahren. Eine seltene Angelegenheit in diesem Spiel. Wenn jetzt nochmal so eine Horde an Gegnern kommt, dann habe ich verloren. War sehr stark. Oh! Na. Zip. Mach von jemandem klar. Brauchst du sowieso nicht unbedingt. So, Arm abschnibbel. Toter Gegner, okay. Beine abschnibbel, was geht ab? Ich bearbeite einfach alles hier. Ich werde Fleischer. Ih, nein! Wo kommen die denn her? Ah! Na ja, komm her, los. Begrabbel mich. So, alles tot? Medipack habe ich noch nicht. Lebt hier noch irgendjemand? Liegen hier noch mehr Sachen, die ich gebrauchen kann? Oh mein Gott. So ein kleines Vieh. Ich hasse sie. Credits. So, da vorne rein, okay. Mich würde trotzdem interessieren, was in diesem Raum ist. Der VIP-Lounge. Ah, okay, da. Natürlich hat man als VIP Munition für ein Werkzeug dabei. Okay, weiter suchen. Was gibt es hier noch? Da gibt es... Ah, ja, Munition. Oh Mann. Hier ist noch eine... geht weg. Hier liegt auch noch was. Natürlich, Segen, die hat ja jeder. So, ein Textlog. Möchte aber nicht lesen. Vielleicht werde ich es in Dead Space 2 tun. Aber auch nur vielleicht. Hier. Haben wir das? Was ist hier? Ah, noch mehr. Und hier ist noch eine Kiste. Weg. Ah, eklig, Mann. Ich hasse diese Dinger. Aber das Medipack war jetzt ein bisschen umsonst, glaube ich. Da vorne ist auch schon der Speicherpunkt der Rettende. Deswegen werden wir an dieser Stelle nachladen. Und Schluss machen. So, bis dahin. Ich bin euer Rufus. Bis zum nächsten Mal.